Hallo und beinahe schon Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am 19. August. Wir hatten ja heute Morgen einen Ausfall des Devisenradars, darum möchte ich auch hier den Euro-US-Dollar direkt mal nachschieben, sozusagen als kleine Lückenschließung, um aber natürlich auch hier auf das interessante, derzeit sich darstellende Bild hinzuweisen, was der Euro-US-Dollar nämlich hier aufweist. Und wir haben natürlich die Situation, ich wies vorhin auch schon im DAX-Video darauf hin, dass beim steigenden DAX der Euro natürlich tendenziell schwächer notiert. Und wir erwarten ja hier beim DAX unter Umständen eine bullische Harmony Pattern Formation, die hier einige hundert Punkte nach oben generieren könnte, was wiederum natürlich den Euro erheblich unter Druck bringen dürfte. Ob das genauso in der Relevanz dann ausfällt, werden wir mal sehen. Was wir jetzt aktuell hier feststellen können am Intraday-Chart, ist dieser Abwärtstrendkanal im Stundenchart-Intervall. Wir sehen hier Euro-US-Dollar, eine Handelskerze, eine Stunde, und dieser verweilt hier seit dem Vortag, also Vorvortag sozusagen, hier seit dem 17.8., dem Hochpunkt, hier dem ausgebildeten Tiefpunkt vom Morgen, in einer Abwärtsstruktur. Der Wochenpivotpunkt ist auch hier mit diesem leichten Unterstützungslevel, beziehungsweise früherem Unterstützungslevel, jetzt hier vielmehr Widerstandslevel im Bereich 1,1085, 1,1080 gleichzusetzen. Und ja, seitdem sehen wir jetzt hier auch wieder einen rückläufigen Preis, nachdem es heute Morgen hier zum Touch dieser Abwärtstrendlinie kam. Also das ist, sage ich mal, punktuell charttechnisch eine Glanzleistung gewesen. Wer hier Euro-US-Dollar schon in der Früh auf der Pfanne hatte, der dürfte sich hier schon über relativ einfache Gewinne freuen, denn das ist hier praktisch eine klassische Pattern-Formation. Dieser Abwärtstrendkanal, welcher hier so gar schon leicht in Form einer bullischen Flagge daherkommen kann, faktisch jetzt der Verkaufsdruck nimmt zu und es deutet viel darauf hin, dass wir hier die Marke von 1,10 heute noch sehen könnten. Der Wochentag selber zeigt sich hier mit ja, 49% positiver Schlusspreise marginal negativ. Das kann man eigentlich sozusagen als Münzwurf gleichsetzen. Also hier ist nicht wirklich ein Vorteil vorhanden. Aber letztlich haben wir hier mit der aktuellen Schwäche durchaus die Möglichkeit, dass wir hier eben 1,10 antesten. Was das wiederum auf den Tagesschart bedeuten würde, auf den Tagesschart bezogen, sehen wir hier sehr deutlich. Wir haben es nicht geschafft, über 1,1155 klar rauszuziehen. Das war im Prinzip die Annahme einer früheren Analyse, dass es gelingen kann, wenn wir hierüber rausziehen, dass es dann eben hier zum Touch dieses oberen Widerstandslevel um 1,1455 kommen könnte. Ja, das blieb letztlich aus. Wir haben hier die Alternation eingeschlagen, hier diesen Rücksetzer, sprich Scheitern 1,1155. Und jetzt sind wir hier an diesem Level, ich sag mal hier rot, gelb, grün, gelb sozusagen als Mitte, hier in dieser Zone 1,1035, 1,10, die hier prinzipiell jetzt halten sollte. Gerade die Round Number 1,10 ist wichtig, wenn es hier denn wieder einen Auftrieb geben soll beim Euro-US-Dollar. Jetzt steht natürlich dem eine mögliche DAX-Erholung entgegen. Also wenn der DAX hier wirklich einige 100 Punkte nach oben zieht, kann ich mir aufgrund der Korrelation nicht vorstellen, dass der DAX bzw. Euro-US-Dollar in dem Zusammenhang dann vielmehr hier stark nach unten bzw. nach oben ausbricht. Das wäre dann eher weniger der Fall. Aber man muss natürlich abwarten, ob die Korrelation dann im gleichen Zusammenhang wieder bestehen bleibt. Faktisch im Bereich 1,1035, 1,10 mit Blick auf den Tagesschart und mit Blick auf den Stundenschart kann sich hier ein spekulatives Long-Engagement auszahlen. Jetzt mal unabhängig vom DAX, der sich erholt, denn sollte es ausbleiben da beim DAX und der DAX dann entsprechend ein neues Tief machen unter dem des 8. Julis, also deutlich unter 10.650 Punkten, dann dürfte dies dem Euro im Sinne der Korrelation hier deutlichen Auftrieb geben und hier zu einem Ausbruch über 1,1155 führen, was wiederum dann jetzt hier auf aktuellem Niveau eben schöne Einstiegspreise bedeuten würde. Konträr dazu, und das muss man einkalkulieren, gerade im Zuge einer möglichen DAX-Erholung, wäre es, wenn Euro-US-Dollar jetzt hier unter die 1,10 wegbricht und sozusagen hier dann ein weiteres Verkaufssignal auswirft, was dann hier, und so sehen Sie im Chart sehr deutlich, einen weiteren Rückgang, das machen wir jetzt auch direkt mal mit einem Symbol, einen weiteren Rückgang bis zu dieser Unterstützungszone hier initiiert. Diese hat sich hier bereits bewährt und das auch hier unlängst im August, wenngleich nicht ganz so tief, wie es hätte sein können, aber es hat sich bewährt. Faktisch wäre es, dass wenn wir die 1,10 unterschreiten, Euro-US-Dollar dann durchaus nochmals einen Rückschlag erfahren könnte. Passt natürlich nicht zur bullischen Saisonalität vom Gold, weil auch hier haben wir wieder eine andere Korrelation vorliegen. Aber das wäre hier, wenn wir unter 1,10 gehen, auf jeden Fall eine annehmbare Tendenz. Andernfalls Stabilisierung,
Das will ich nicht ausschließen. Dann muss man sehen, was hier bei 1,15, 55 passiert. Aber grundsätzlich das mal hier zu den Optionen, die einem der Euro-US-Dollar aufwirkt. Ich denke, 1,10 ist ein Kill-Level. Da auch direkt mal auf den DAX schauen, wie der sich verhält, ob hier bullische Signale aufkommen. Das könnte sich sozusagen dann hier definitiv auf Euro-US-Dollar auswirken. Nochmal kurz den Intraday-Chart. Wie gesagt, 1,10, 1,1035 ist wahrscheinlich. Rein vom Trendkanal her kann es natürlich dann dort zu einer Konsolidierung kommen und hier wieder ein Erholungsimpuls erfolgen. Dann muss man sehen, wie es weitergeht. Definitiv hier im Intraday-Bereich über 1,1085 wäre ein taktisches Long-Signal aktiv. Da wären wir dann auch hier schon ohne die Rücksetzer, die ich hier eigentlich jetzt noch sehe, beziehungsweise dann wären wir eben hier von dem heutigen Tagestief bei 1,10 beispielsweise über 1,1085 hier direkt in einem bullischen Modus und das könnte dann unmittelbar bis 1,1155 führen. Das mal zur kurzfristigen Beschau. Schauen wir hier nochmal ganz kurz auf den tieferen Intraday-Chart DAX. Was sage ich, DAX Euro-US-Dollar, 47 Pips bislang bewegt. Im Schnitt bewegt er sich, grob gesagt, zwischen ja, 80 und 90 Pips, mit Blick auf die letzten 14 Tage 89. Ja, heißt natürlich hier ergo, da ist noch ein Stück weit Potenzial vorhanden. Und wenn wir das mal ein Stück weit stauchen auch, sehen wir hier das mögliche Tageshoch anhand der Average True Range 1,1115, mögliche Tagestief 1,0983. Also es bleibt spannend. Rainbow-Struktur hier im M15-Chart negativ. Asia-Range haben wir versucht nach oben zu verlassen. Das scheiterte. Wir sind hier in diesem Abwärtstrendkanal auf Stundenbasis. Deswegen, wenn wir die Asia-Range nach unten verlassen würden und hier auch den Opening-Price 1,1026 reißen, dann muss man definitiv aufpassen, was hier bei 1,1016 passiert, dem gestrigen Tagestief. Unterhalb dessen, wie gesagt, kann es dann auch schnell weiter gen Süden gehen. Und das würde grundsätzlich hier eben in dieses Abwärtsmomentum passen, sprich Euro-US-Dollar dann hier erstmal weitere Schwäche und dann bei 1,10, 1,0083 mit Spike mal abwarten, was der Markt dann noch so treibt. Aber hier das zur heutigen Intraday-Tendenz. Kleiner Ausflug nach oben wäre vielleicht noch legitim, aber die 1,10 gegebenenfalls noch tiefer, wie gesagt, scheint mir hier durchaus eine Option. Warten wir ab, was passiert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wir wären im Prinzip jetzt schon durch. Wünsche Ihnen eine schöne Mahlzeit. Wenn Sie mögen, schalten Sie nachher nochmal ein. Da schauen wir den US-Markt im Detail dann an. Gegebenenfalls, wenn es ein Highlight gibt, auch schon früher. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis dahin, Ihr Christian Kämmerer. Tschüss.